nimmst du dir auch immer wieder was vor und es klappt nicht. So wie diese Neujahrsvorsätze, die so nach 3, 4 Wochen schon zur Seite geschoben werden. Dann habe ich heute den Tipp der Woche, der dich deine Ziele auf jeden Fall erreichen lässt. Hallo und herzlich willkommen zum Tipp der Woche mit Coach Richie. Heute gebe ich dir ein paar Tipps an die Hand, wie du deine Ziele auf jeden Fall erreichen kannst. Und wenn du denkst, hey, das ist cooler Scheiß, dann like doch das Video, abonniere unseren Kanal und lass auch gerne einen Kommentar unterhalb des Videos für uns da. Warum sollten wir uns denn überhaupt Ziele setzen? Ja, das ist auch relativ einfach. Der ein oder andere weiß es bestimmt. Wir verfallen sehr oft in Aktionismus. Und wenn wir richtig uns die Ziele setzen, dann können wir die Energie, die wir haben, eben auf die wichtigen Ziele konzentrieren und haben so eine viel, viel, viel höhere Chance, diese auch zu erreichen. Und wie wir das jetzt machen? Ganz einfach. Nach der sogenannten SMART-Methode. SMART ist Englisch und heißt schlau, aber es ist auch eine Abkürzung für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ja, das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Warum? Weil du ja was vorhast. Du willst was erreichen. Du möchtest gern eine Gehaltserhöhung oder, wenn wir mal beim Sport bleiben, du möchtest gerne abnehmen. Und da haben wir doch schon das erste Ziel. Spezifisch, ich möchte abnehmen. Na, noch nicht so ganz, oder? Spezifischer, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Besser, aber am besten wäre doch, ich möchte 10 Kilo Fett verlieren. Und da sind wir schon sehr konkret. Und je konkreter du dein Ziel formulierst, desto eher wirst du es auch erreichen. Der zweite Punkt, die Messbarkeit. Ganz klar, wenn du abnehmen möchtest, kannst du das auf der Waage messen. Beim der Gehaltserhöhung siehst du das auf deinem Gehaltszettel. Bei der Waage noch ein ganz kleiner Tipp. Es kann passieren, wenn du Sport machst, dass du Muskulatur aufbaust. Das zeigt dir deine Waage dann nicht an. Komm einfach zu uns. Wir haben eine Bioimpedanzanalyse und da sehen wir ganz genau Muskelskelett und Fett. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es nicht 10 sind, sondern nur 8 Kilo, dafür aber 2 Kilo Muskelmasse mehr drauf sind. Und der nächste Punkt, die Attraktivität. Ja, ohne Frage, ne? Also wenn man jetzt 10 Kilo weniger oder vielleicht auch ein bisschen mehr Muskulatur aufgebaut hat, dann ist das natürlich attraktiv, sowohl für dich selber als auch vielleicht für die, die drumherum sind. Dann muss das Ziel natürlich realistisch sein. Es ist schwierig, 10 Kilo zu verlieren, wenn man die Ernährung nicht im Griff hat und eher ein Sportmuffel ist. Hilfe findest du natürlich da bei uns. Und eins kann ich dir versprechen, mit uns ist es sehr, sehr realistisch, 10 Kilo in einem Jahr abzunehmen. Und wir unterstützen dich dann dabei und die Motivation bleibt dann auch nicht auf der Strecke. Der letzte Punkt ist der Termin. Du brauchst einen fixen Termin, weil sonst sagst du dir, hey, ich möchte 10 Kilo abnehmen und dann bist du 85 und hast die immer noch auf dem Rippen. Also einfach einen Termin setzen, der eben ein bisschen realistisch ist. Also vielleicht nicht nächsten Monat, aber der 31.12.2023 ist ein fixer Termin und es ist realistisch, dass du das bis dahin mit unserer Unterstützung natürlich erreichst. Und wenn du nach dieser SMART-Methode vorgehst, dann ist es sozusagen erwiesen, dass du deine Ziele viel häufiger und auch viel schneller erreichst als einfach nur, ich gucke jetzt mal, dass ich vielleicht ein bisschen fitter wäre und vielleicht ein bisschen abnehme. Ein Fun Fact in dieser ganzen Smart-Sache ist, es gibt eine kanadische Studie und die hat herausgefunden, dass zielstrebige Menschen länger leben, gesünder sind und mit ihrem ganzen Leben einfach zufriedener sind. Im Umkehrschluss ist es so, dass die Leute, die eben keine Ziele mehr vor Augen haben, in ein Loch fallen und sich so treiben lassen und nicht mehr so richtig wissen, ja, wo soll es denn hingehen und sich sozusagen sich und ihr Talent dem Zufall und dem Schicksal überlassen.
Deine Aufgabe ist es jetzt, setz dich hin, arbeite nach der SMART-Methode erstmal ein Ziel raus und wenn es irgendwas mit Sport zu tun hat und du da Unterstützung brauchst, dann komm doch gerne auf uns zu und wir setzen uns mal zusammen und unterhalten uns. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, das Video, dann lass gerne ein Like da, einen Kommentar, abonniere den Kanal und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wiederzusehen.